Hallo und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Dwarf Fortress. Ja, wir wollten als nächstes hier die Sachen ausgraben. Hier haben wir alles soweit erledigt. Wir wissen jetzt mittlerweile, was wir bei unserem nächsten Fort besser machen sollten. Also zum Beispiel keine Schlafsäle direkt unter der Brücke errichten. ja. Was ich jedoch machen wollte als nächstes, ist mir Zwerge schnappen, die nichts sind, also nichts haben an Job. Die nichts sind, genau. Hier haben wir zum Beispiel jede Menge Peasants. Soll die natürlich auch richtig auswählen. Die werden jetzt Bär. Oder noch besser, Soldier. So, das ist das Erste, was ich mache. Mir ein paar Peasants schnappen und die zu Soldier machen. Haben da ja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also neben denen brauche ich da noch drei andere. Weil die Jungs können eigentlich nichts, also können wir sie trainieren. Was ist das eigentlich für ein Knopf? Expel. Achso, damit kann ich jemanden verbannen. will ich aber nicht. Würde nur Leute unglücklich machen. So. Oh, wir haben hier noch einen Buhr. Adäquat Buhr, na, dann wirst du auch ein Buhr. So. Buhr hatten wir ja aus Versehen gelöscht. Buhr sollten wir aber das Farming wegnehmen, dann. Und Cook. Sollten wir das Farming auch mittlerweile mit wegnehmen, weil es gibt ja halt extra Farming. Also Planters. Ah, da du nur Vize-Planter bist, darfst du das mal und du auch. Das ist der Butcher hier gewesen irgendwo. Der da. So, aber. Jetzt muss ich aber mal kurz gucken. Hier genau. Ja, unseren Chieftain zum Captain of the Guard machen ist keine gute Idee.
So, mein General, mein Militia-Commander. Wie mache ich denn da dazu? Wen hätten wir denn, der in Frage kommt? Animal Caretaker. Dich habe ich jetzt gerade zum Militia-Commander ernannt. Bringt nur nicht viel. Fischer, Farmer, Boer, Butcher. Da hätten wir einen zweiten Engineer übrigens. Du würdest einen guten Doktor abgeben. Ja, Dichter, die machen wir zum Doc. Gut. Great New Squad. Nehmen wir mal Leather Armor. So. Sieht besser aus. So, jetzt schnappe ich mir mal die Soldiers, die wir schon haben. Hammer Dwarfs, no relevant. Du bist noch ein Soldier, also ja. Oh, ein Ranger mit kompetenter Schwertzwerg. Ein Spinner, also ja. Wenn sie irgendwelche Skills haben, ist ja schon mal gut. Mace Dwarf. Axtdwarf. Also nicht Ex-Zwerg, sondern Axtzwerg. Swordedwarf. Der Baron sicher nicht, der Ranger aber. Lass mal gucken, wo sind unsere restlichen Soldaten abgeblieben? Soldier. Soldier. So, Schedule. Ja. So, dann mal ins Equipment gucken.
So, dann tun wir mal eine Spare-Uniform hinzufügen. Kann man die irgendwie einstellen nochmal? Also Spare at Uniform ist Spare. So. Armor, Headwear, Legwear, Handwear, Footwear. Schild und Speer. Confirm and Save Uniform. So. Braucht Backpacks und Waterskins jeweils 10. Mal gucken, was habe ich denn so an Waffen und Schilden? Copper Breastplate. Ach so, das Zeug liegt draußen rum. Nein, das wollte ich nicht. Hier wollte ich rein. Das ist nur Armor Stance. Brauche ich gerade auch nicht. Weapons. Ein Iron Spear, der gehört unserem Guard Leader. Oh, normale Bögen. Und ein Wood Longsword. Also ja. Und Schilde. Schilde. Bronzeschild liegt da rum. Also, dann fangen wir mal mit der Work Order an. Work Order, so. Water Skin 10 Stück. Leder Backpack 10 Stück. Wooden Training Spear 9 und Lederschilde 8. So, das ist die Work Order, die wir machen. So, ihr trainiert hier nur. Alle beide. Wir können uns hier auch die gesamten Details ansehen. Hehe. Oh Gott, hier ist alles Clay. Das ist natürlich nicht so schön.
Bei Clay kann man nicht smoothen. Warum zur Hölle wird hier gekämpft? Hä? Wie sieht's mit unserem Brauern aus? Okay, Fett haben wir alles aufgebraucht. Wallgrade, Floorgrade. Nicht closest material, aber... Und ja, hier oben brauchen wir ja gar nicht. Smoothen können wir das auch nicht, gell? Nein. Erst einmal die ganzen Dinger hier rauswerfen. Das ist ein bisschen ungewohnt gerade. Aber ja, was soll ich wegen den... Wänden machen? Das ist die gute Frage. Es war auf jeden Fall in der alten Version möglich, einfach Wände zu ersetzen.
kann ich das auch. Ja, kann ich so abbeißen. Da dürfen meine Zwerge in ziemlich schmutzigen Baracken schlafen. Thank you.